Less Work for Mother. So heißt die Ausstellung des Münchner Künstlers Christian Hartart. In 10 Werken verarbeitet er ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte. Das ist eigentlich eine Recherche in meine eigene Familiengeschichte, nämlich zur Biografie einer Großtante von mir, die hier in der Nähe von München in Egelfing, dem späteren Kreiskrankenhaus H, in den 20er, 30er Jahren Patientin war, als Schizophrenie-Patientin. Und dann 1940, als das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten begann, dort erfasst, abtransportiert und in der Nähe von Linz in einem Vernichtungslager in Schloss Hartheim vergast wurde. Die Besucher sollen die Werke mit unterschiedlichen Sinnen erleben. Ein Becken, in dem Wachs geschmolzen ist, strahlt Wärme aus und einen feinen Geruch nach Paraffin. Ein Keramikobjekt, das gekühlt wird, ist mit Eis überzogen und lässt Kälte verspüren. Es ist eine Glaskapsel, die mit Säure gefüllt ist und in der Säure ist Gold aufgelöst. Also das, woraus Schmuck normalerweise gemacht ist, das wertvolle Material, ist hier eigentlich in einer nicht normalen Form. Und gleichzeitig spielt die Arbeit auch mit der Vorstellung, dass es ein Schmuckstück ist, das eigentlich am Körper getragen werden soll. Und das aber durch die Zerbrechlichkeit des Glases und durch die Gefährlichkeit der Säure eigentlich untragbar ist. Zeitgleich findet die größte Ausstellung in der Villa Stuck seit langem statt. Über 1000 Arbeiten des Künstlers José Antonio Suárez Londoño werden hier gezeigt. Eine unendliche Produktivität, vielleicht auch der Versuch, das Geschehen um sich herum irgendwie zu erfassen, mit ganz analogen Mitteln, mit einem Bleistift und mit Papier. Und gleichzeitig ist da aber natürlich auch immer das Scheitern schon mit inbegriffen, weil es ist quasi unmöglich, aber das lässt ihn nicht aufgeben. Seit den 1970er Jahren fertigte der Künstler täglich Druckgrafiken, Zeichnungen und Gummistempel an und somit sein eigenes persönliches Tagebuch. Im ehemaligen Pinselraum hängen Zeichnungen, die Suárez Londoño vor der Ausstellungseröffnung in München angefertigt hat, darunter auch der Friedensengel. Das sind eigentlich zusammengesetzte Zeichnungen aus verschiedenen Blättern. Und einerseits ist natürlich erstaunlich, in welcher Detailtreue er das so aufs Papier bringt. Es gibt ja auch noch ganz viel Text zu lesen. Es sind nicht nur die Bilder, sondern es ist immer wieder der Text. Beide Ausstellungen sind noch bis zum 16. September in der Villa Stuck zu sehen.